In diesem Video geht es um die Aktivierung von Triggerpunkten im Subclaviusmuskel. Das ist ein kleiner Muskel unterhalb eures Schlüsselbeins, der, wenn er verspannt ist oder Triggerpunkte in sich trägt, Schmerzen in diesem Bereich hier auslösen kann, direkt unter dem Schlüsselbein, aber auch Übertragungsschmerzen, also ausstrahlende Schmerzen, in den Bereich Schulter, Arm, bis hinein in die Finger können diese Schmerzen ausstrahlen. In diesem Video möchte ich euch jetzt erklären, wie und warum Triggerpunkte in diesem Muskel entstehen und was ihr dagegen tun könnt. Damit ihr das verstehen werdet, werden wir erst einen ganz kurzen Blick ganz einfach auf die Anatomie des Muskels werfen anhand eines sehr schönen 3D-Modells. Dann werde ich euch ganz kurz erklären, welche Funktion dieser Muskel im Körper erfüllt. Und wenn ihr das wisst, werdet ihr ganz genau verstehen, wie und warum dieser Muskel bei euch vielleicht Probleme bereitet und dann gegebenenfalls zu den gerade genannten Schmerzen oder Problemen führt. Bevor wir damit anfangen, möchte ich ein bisschen Werbung für meinen Newsletter machen. Ich erhalte sehr oft Fragen zum Thema Triggerpunkte und Faszien selbstbehandeln von Leuten, die bei diesem Thema neu sind. Vor allem sind das Dinge wie, wie oft soll ich mich massieren, wann soll ich mich nicht massieren, wie intensiv soll ich mich massieren, was ist mit dem Thema Dehnen, ist das gut, ja, nein, wie lange soll ich mich dehnen, wann soll ich mich nicht dehnen und welche Massagetechniken gibt es überhaupt? Wenn du dich für meinen Newsletter anmeldest, erhältst du damit automatisch mein kostenloses Triggerpunkt und Faszien einmal eins, ein kleiner E-Mail-Videokurs, in dem ich all diese Fragen kläre. Gut, damit genug der Werbung. Ich würde jetzt gern mit dir beginnen, und zwar mit der Anatomie des Subclaviusmuskels. Hier habe ich den Subclavius einmal am 3D-Modell vorbereitet. Es handelt sich hier um diesen roten kleinen Muskel unterhalb des Schlüsselbeins. Das ist dieser horizontal verlaufende Knochen hier an der Körpervorderseite. Wird auch Clavicula genannt und daher der Name des Muskels. Subclavius, sub für unter, clavius für Clavicula, der Muskel unterhalb des Schlüsselbeins, unterhalb der Clavicula. Welche Funktionen besitzt dieser Muskel hier? Zum einen stabilisiert er, was man jetzt hier nicht so gut sieht, das Sternoklavikulargelenk, Sternumbrustbein. Das ist hier dieser Knochen, das ist die Clavicula. Dieses Gelenk hier wird etwas stabilisiert durch diesen Muskel. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wenn er überhaupt eine Bewegung ausführt, was er eigentlich nicht macht, dann ist das tendenziell eine Protraktion der Schulter. Ja, wir sehen hier die Ansatzpunkte hier an der ersten Rippe und hier unten am Schlüsselbein. Wenn sich jetzt dieser Bereich hier anspannt, würde das Schlüsselbein etwas nach vorne gezogen werden in diese Richtung hier und damit der gesamte Schulterkomplex etwas nach vorne. Das nennt man eine Protraktion. Ja, und das zeige ich euch gleich nochmal an mir, dass ihr das genau sehen könnt. Und dann starten wir dann auch gleich mit der Überlastung der Triggerpunkte, weil es vor allem diese Protraktion ist, die dann zu Problemen führen kann. Gut, dann schauen wir uns jetzt noch einmal an, was eine Protraktion ist und warum diese Bewegung, diese Haltung so entscheidend ist für die Aktivierung von Triggerpunkten im Subclaviusmuskel. Bei einer Protraktion handelt es sich um die Verschiebung der Schulter hier nach vorne. Das ist diese Bewegung. Und diese Bewegung wird vom Subclavius unterstützt. Das bedeutet, er nähert sich an, er verkürzt sich, wenn wir diese Bewegung ausführen oder wenn wir diese Haltung einnehmen, wenn die Schulter hier leicht nach vorne verschoben ist. Und diese Protraktion, das ist eine Position, die immer dann eingenommen wird, wenn wir mit den Armen in Vorhalteposition arbeiten oder einen runden Rücken machen. Und diese beiden Dinge, Arbeit mit den Armen vor dem Körper und ein runder Rücken, das sind die ausschlaggebenden Faktoren für die Entstehung von Triggerpunkten im Subclaviusmuskel. Das bedeutet Schreibtischarbeit, wo wir sehr lange am Schreibtisch sitzen oder Auto fahren, sind hier die klassischsten Beispiele, die hier zu Problemen führen, weil der Muskel permanent in einer
angenäherten Position gehalten wird, was der Muskel an und für sich schon mal nicht mag. Allein das kann schon Triggerpunkte aktivieren. Ja. So ein funktioneller Missbrauch, würde ich so sagen. Wir nähern den Muskel die ganze Zeit an. Und dieser funktionelle Missbrauch führt dazu, dass sich der Subclavius und auch noch andere Muskeln hier an der Körpervorderseite absolut gesehen verkürzen. Das heißt, sie verlieren an Länge. Wir können uns nicht mehr so gut aufrichten. Und diese Verkürzung dieser Muskulatur zwingt uns dann in eine, ich übertreibe das jetzt mal, ja, rundschultrige Position, runder Rücken, runde Schultern, Schulter nach innen rotiert. Und dann haben wir sogar noch hier eine strukturelle Veränderung dann. Und dann kommt der Muskel gar nicht mehr aus dieser Position heraus. Er wird gar nicht mehr auf Länge gezogen und das hält dann die Triggerpunkte aufrecht und kann dann sogar in der Folge zu Problemen hinten auf dem Rücken führen. Nochmal zusammengefasst, Triggerpunkte im Subclavius entstehen also durch rundschultrige Positionen, die wir am Anfang funktionell nur öfter mal einnehmen und die dann über die Dauer hinweg, über die Zeit hinweg zu strukturellen Veränderungen an der Körpervorderseite führen und das hält dann die Triggerpunkte aufrecht. Das ist hier der Teufelskreis. Was können wir dagegen jetzt tun? Der allererste Schritt, wenn man die Schmerzen hat, ist erstmal die Symptombekämpfung, die Bekämpfung vom Schmerz. Und wenn diese Schmerzen eben durch Triggerpunkte ausgelöst werden, dann durch die Deaktivierung von Triggerpunkten kann man sich hier etwas helfen. Wie machen wir das? Das ist ganz einfach. Ihr geht auf meine Website muskel-und-gelenkschmerzen.de. Der Link ist hier unten. Schaut auf die Seite des Subclavius, auch das verlinke ich hier unten. Und dort zeige ich euch dann, wie ihr diesen Muskel mit einer Selbstmassage von Triggerpunkten befreien könnt und somit dann gegebenenfalls die Schmerzen, die dieser Muskel auslöst, ebenfalls lindern oder beseitigen könnt. Und das ist mal der erste Schritt. In weiteren Schritten sollte man dann an der Haltung arbeiten etc. pp. Aber das wäre mal der erste Schritt, denn wenn man weniger Schmerzen hat, macht es auch einfach ein bisschen mehr Freude, sich um die Ausrichtung vom Körper zu kümmern. Ja, das erste ist immer erstmal Symptombekämpfung, auch wenn das nicht an die Ursachen geht. Aber es ist einfach schön, mit etwas weniger Schmerz durch den Alltag zu gehen. Dann bedanke ich mich, dass du das Video bis hierhin angesehen hast und falls du, wie gesagt, noch Fragen hast zu dem Thema Selbstmassage, Triggerpunktmassage, Faszienmassage, dann, wie gesagt, ergibt es das Triggerpunkt im Faszien einmal eins, welches du erhältst, wenn du dich für meine Newsletter anmeldest, hier unter dem Video. Dann bedanke ich mich für deine Zeit und hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen.